Warum macht Facebook für Unternehmen eigentlich Sinn? Gerade für mittelständische Unternehmen stellt sich oft die Frage, muss ich da mitmachen? Sollte ich bei Facebook oder mit Facebook auch Marketing betreiben? Mein Name ist Michael Bernig, ich bin Geschäftsführer vom Deutschen Institut für Marketing und ich kläre mit Ihnen heute genau diese Frage. Ja, Facebook. Facebook ist in aller Munde. Wenn man sich mal so umhört, wer alles schon Facebook benutzt, dann kommen wir in Deutschland alleine irgendwie auf 23 Millionen Menschen, die Facebook für sich einsetzen. Oft habe ich in Gesprächen mit Unternehmern dann allerdings diese Frage, ja, muss ich denn als Unternehmen, als Handwerksbetrieb, als Einzelhändler, als kleiner Industriebetrieb mich mit diesem Thema Facebook auseinandersetzen? Da konnte man vor 6, 7 Jahren vielleicht noch sagen, ja, eigentlich brauchst du das nicht. Ja. Interessanterweise müssen wir diese Frage heute anders beantworten. Ja, wir sollten uns damit auseinandersetzen. Es gibt ein paar sinnvolle Ansatzpunkte zu sagen, es macht auch für den Handwerksbetrieb oder einen Einzelhändler oder halt eben für so einen mittelständischen Betrieb Sinn, diesen reichweitenstarken Massenkanal sich anzuschauen. Als allererstes, 23 Millionen Menschen können nicht lügen. Ja, die sind da. Also läuft irgendwas bei Facebook ab, was interessant ist. Und wenn 23 Millionen Menschen dabei sind, dann sind im Zweifelsfalle ihre Mitarbeiter dort, da sind potenzielle Mitarbeiter dort, da sind Kunden von ihnen dort und da ist auch ihr soziales Umfeld vertreten. Das heißt also, Sie finden dort Menschen, die für den Auftritt Ihrer Marketingaktivitäten interessant sind. Sie haben damit die Möglichkeit, also diese Menschen zu erreichen. Das Interessante ist, dass Sie im Wesentlichen Kontrolle darüber haben. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine Page bei Facebook aufbauen, ja, für Ihr Unternehmen, dann haben Sie die Möglichkeit, dort Fans zu erzeugen. Also Menschen davon zu überzeugen, zu sagen, ja, diese Seite like ich. Und damit habe ich die Möglichkeit, Informationen von diesem Unternehmen zu erhalten. Sie haben damit also einen Kommunikationskanal zu Ihren potenziellen Kunden, zu Ihren Mitarbeitern, zu den Menschen, die sich mit Ihren Themen auseinandersetzen möchten. Und das sollte man nicht unterschätzen. Ja, wenn Sie nämlich alternativ zurzeit irgendwie noch Anzeigen schalten, Prospekte irgendwo streuen, dann merken Sie ja selber, dass die Wirksamkeit dieser Instrumentarien runtergehen. Das heißt also, Sie haben einen Kanal, den Sie selber steuern können. Punkt 1. Punkt 2. Man kann bei Facebook Anzeigen schalten. Die kann man hervorragend steuern. Sie haben kaum Streuverlust. Das heißt, Sie können festlegen, ja, wen möchte ich da erreichen? Männlich, weiblich, Alter, wo sollen die wohnen? Welche Interessenslagen sollen die haben? Sie können also sehr, sehr zielgerichtet Menschen mit den Kommunikationsbotschaften erreichen. Sie können auch eine Verknüpfung herstellen zwischen diesen Facebook-Themen und was auf Ihrer Webseite abläuft. Das heißt, Sie können Leute von der Webseite mit Facebook-Anzeigen kontaktieren. Sie können aber auch andersherum Leuten in Facebook zeigen, hier auf unserer Webseite gibt es tolle Informationen, gibt es ein neues Produkt, gibt es etwas, was Sie interessieren könnte. So, das heißt also, wir haben vielfältige Möglichkeiten, diesen Kanal für uns zu benutzen. Und das ist genau das Thema, was man überlegen sollte. Man kann mit relativ wenig Aufwand sehr, sehr schnell diesen Kommunikationskanal für sich nutzen, kriegt Reichweite in einer relevanten Zielgruppe, die interagiert mit uns, die liest was, schaut sich was an. Ja, und am Ende des Tages ist für viele Unternehmen mittlerweile Facebook auch tatsächlich zum Absatzkanal geworden. Das heißt, darüber kommt dann auch eine Anfrage. Ich habe da bei Ihnen gesehen, bei Facebook und auf der Webseite, Sie haben da jetzt das oder das. Ja, oder letztens tatsächlich bei einem unserer Kunden. Der hat eine Küche gepostet, weil das ein Küchenstudio ist. Und dann fragen die Leute, wie viel kostet die, kann ich mir die anschauen? Und tatsächlich kann man über so einen Kanal auch verkaufen. Und das funktioniert nicht nur bei Küchen, das funktioniert tatsächlich auch im B2B-Bereich. Deswegen unser Tipp, setzen Sie sich mit Facebook auseinander. Es ist ein Kanal, den Sie nicht mehr wegdefinieren können. Und selbst wenn Sie die ganze Zeit überall hören, ja, bei Facebook wären ja die Jugendlichen, würden das schon nicht mehr sein, stimmt alles nicht. Der Kanal ist ein hochinteressantes Medium und auch für Sie zu verwenden. Schauen Sie auf unserer Webseite mal um, nehmen Sie sich mit uns Kontakt auf. Mein Name ist Michael Bernecker. Unser Team würde Ihnen gerne weiterhelfen. Wir sind vom Deutschen Institut für Marketing seit Jahren mit Facebook unterwegs und haben viele Erfahrungen, die wir gerne an Sie weitergeben möchten. Dankeschön. Ja, Social Media in aller Munde. Es gibt über 23 Millionen Profile in Deutschland. Nahezu omnipräsent. Ganz, ganz viele Menschen nutzen Facebook für ihre private Kommunikation. Wenn wir in Unternehmen hineinschauen, dann sitzt da zwar vielleicht der eine oder andere mit seinem Handy oder einem Rechner und schaut sich Facebook an, aber häufig auch.